Hallo und herzlich willkommen bei Glosseminar. Ich möchte hier eine kleine Serie starten, und zwar, das sind so 6 kurze Videos, so kurz wie es eben geht, zu dem Thema Quantenheilung. Da haben wir verschiedene Fragen mittlerweile erreicht und die möchte ich hier eine nach dem anderen ein bisschen ausführlicher erläutern und antworten darauf. Die Fragen sind: Ist Quantenheilung ein Weg, eine Methode, eine Einstellung, eine Art zu leben, oder ist Quantenheilung ein großer Schwindel oder einfach ganz normal und natürlich? Das sind so die 6 Hauptfragen, die mich meistens erreichen, bis jetzt zumindest. Falls du ähnliche oder andere Fragen hast zum Thema Quantenheilung, einfach unten in die Kommentare einbringen und ich werde vielleicht zwischendurch, vielleicht am Schluss dieser Karl-Leinen-Serie, deine Frage hier noch separat aufnehmen. Und ansonsten auch deine Meinung interessiert mich wirklich, einfach unten in den Kommentaren deine Meinung dazu oder was deine Erfahrungen auch sind mit Quantenheilung oder eben wie es bei uns hier vielleicht eher bekannt ist als 2-Punkt-Methode. Okay, gehen wir mal auf die erste Frage ein. Und zwar: Ist Quantenheilung ein großer Schwindel? Die in Anführungszeichen sind ja nicht wirklich Gegner der Quantenheilung, weil Quantenheilung an und für sich ist ja ein absoluter Kunstbegriff. Denn es gibt weder Quanten, die man heilen muss, weder Quanten, die man heilen kann. Und dass es Quanten gibt, das ist nicht zu bestreiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und Heilung heißt ja nichts anderes als auf gut Deutsch ganz werden. Mehr heißt das nicht immer. Viele Menschen tun in das Wort Heilung extrem viel hineininterpretieren, obwohl es eigentlich nur heißt Ganzwerdung. Eine tolle Erfindung, um mit quasi null Aufwand viel Geld zu kassieren. Das könnte man manchmal meinen, wenn man da gewisse Seminarvideos oder Seminarbeschreibungen sieht oder liest, dass es mir extrem wenig Aufwand als Therapeut oder auch als normaler, was auch immer ein normaler Mensch ist, mit wenig Aufwand sehr viel erreichen kann oder sehr viel Geld mit nichts zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach nicht so ganz richtig, denn Quantenheilung kannst du ja auch wirklich nur anwenden, wenn du das dementsprechende Bewusstsein, wenn man so will, erlangt hast. In der Mangelung eines besseren Wortes nehme ich jetzt mal erreichen oder dir bewusst bist, wie auch immer. Denn Quantenheilung hat meiner Meinung und meiner Erfahrung nach, ich arbeite jetzt seit nun circa 8 Jahren mit Quantenheilung oder 2-Punkt-Methode, wie du das auch immer nennen möchtest. Und das hat sehr viel mit dem eigenen Bewusstsein zu tun. Und eine tolle Erfindung mit quasi null Aufwand viel Geld zu kassieren, das würde ich so nicht wirklich sagen. Falls du andere Meinung oder andere Erfahrungen hast, dann schreib es doch bitte in die Kommentare. Wird kompliziert dargestellt oder komplizierter dargestellt, als es ist. Das ist leider meistens der Fall. Da muss man sehr viele Meditationen machen oder man muss sich in seinem Herzzentrum sammeln oder man muss die Verbindung zwischen oben, also dem Himmel und der Erde oder zwischen, keine Ahnung, Gott, Vater und Mutter, Gaia, Erde und so weiter, was auch immer die komplizierten Beschreibungen oder Möglichkeiten, die es da geben würde, das kann man so machen. Selbstverständlich. Nur, man kann auch einfach sagen, okay, ich wende jetzt Quantenheilung oder die 2-Punkt-Methode einfach an. Punkt. Denn es ist nichts Kompliziertes, es ist nichts Geheimes und man braucht nicht so einen riesen Wirbel und ein Tamtam zu machen, um wirklich Quantenheilung effektiv anzuwenden. Meiner Meinung nach,
Wie gesagt, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung. Hat mit Quantenphysik nichts zu tun. Da bin ich persönlich der Meinung, ja, es hat mit Quantenphysik absolut gar nichts zu tun. Wird leider, meiner Meinung nach, leider immer mit Quantenphysik verglichen oder die Quantenphysik wird hergenommen oder die Quantenwissenschaft wird hergenommen, um das Phänomen, wenn man so will, Quantenheilung zu erklären, was das Ganze aber eigentlich, meiner Meinung nach, nur komplizierter macht. Klar, es ist logisch, es gibt Atome, es gibt Moleküle und was auch immer. Es gibt auch Quarks, es gibt Spirits, es gibt Sprites und so weiter und so fort. Das ist alles wahr. Nur, wenn man sich darauf versteift und somit versucht, die Quantenheilung zu erklären, dann wird es meistens ein bisschen kompliziert. Meiner Meinung nach ist also nicht wirklich notwendig und hat meiner Meinung nach mit Quantenphysik absolut nichts zu tun. Denn Quantenheilung in der Form, wie ich sie praktiziere und betreibe, und das zwar wirklich täglich, sei das in der Praxis, zu Hause oder an mir selber, die ist schon viel, viel älter als beispielsweise wird ja auch gesagt, die Zwei-Punkt-Methode, die kommt aus den hawaiianischen Schamanen, da ist es fest geschrieben, so mehr oder weniger, dass es schon seit über 4000 Jahren da praktiziert wird, da ein bisschen anders heißt die magische Berührung oder in der Sprache der da wohnenden Schamanen, die, glaub, Kahi oder so irgendwas ähnliches. Aber wenn man ganz genau hinschaut, ist es so alt wie die Menschheit selbst. Man muss halt nur wirklich sich ein bisschen bemühen und genau hinschauen. Wenn es so einfach ist, warum macht es denn nicht jeder? Tja, das habe ich mich auch schon sehr viel gefragt. Ich weiß es nicht. Ich weiß darauf wirklich keine Antwort, denn ich kann es mir nicht erklären, warum viele Menschen immer noch Mühe haben, die Quantenheilung, sprich die Zwei-Punkt-Methode bei sich oder bei ihrer Familie, ihrem Umfeld, bei Tieren oder bei Pflanzen anzuwenden. Obwohl sie es lustigerweise, darauf kommen wir vielleicht irgendwann mal später noch, automatisch eigentlich tun. Nur ist es ihnen nicht bewusst. Der Vorteil ist, wenn du bewusst die Zwei-Punkt-Methode oder Quantenheilung anwendest, es hat eine größere Wirkung. Frag mich bitte nicht warum, denn das kann ich dir leider nicht erklären. Ich weiß nur, dass es so ist. Also eigentlich könnte es jeder ganz einfach praktizieren. Es hindert niemanden, denn der Vorteil ist ja, Quantenheilung kann nicht negativ genutzt werden. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Weshalb sollte dafür ein Seminar überhaupt besucht werden? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Wenn du ein Video siehst über Quantenheilung oder wenn du einen Fernkurs, quasi so einen Online-Kurs über Quantenheilung machst und zum Unterschied ein Seminar über Quantenheilung, dann wirst du sehr, sehr schnell merken, in einem Online-Seminar oder wenn du das Ganze aus einem Buch lernst oder das so versuchst zu praktizieren, dann gelingt es dir bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt kommst du nicht mehr weiter und hast das leise Gefühl, tja, irgendwie funktioniert das ja doch nicht. Daher unbedingt empfehlenswert, meine Empfehlung, muss ja nicht bei mir sein, kann ja bei wem auch immer sein, ein Seminar besuchen über die Zwei-Punkt-Methode oder über Quantenheilung. Bei wem? Das ist eigentlich grundsätzlich aus meiner persönlichen Sicht völlig egal. Denn sobald du Quantenheilung oder die Zwei-Punkt-Methode regelmäßig bei dir anwendest oder in deiner Umgebung, spielt es keine Rolle mehr, wie du es gelernt hast und bei wem du es gelernt hast. Aber in einem Seminar ist der große Vorteil, du kannst viele Hürden lernen zu nehmen und du weißt, dass es funktioniert, weil da die Erfahrung schon vor Ort ist mit den Leuten, die dir das beibringen, sei das den Seminarleiter oder die, die das Seminar schon zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal besuchen, keine Ahnung. Das ist genau die Erfahrung, die du von einem Online-Seminar, auch wenn das mit E-Mails oder Skype-Telefonaten unterstützt wird,
nie haben wir es, genauso auch nicht bei einem Buch. Es ist gut, ein Online-Seminar zu haben, was in die Richtung geht, oder ein Buch zu lesen, was in die Richtung geht. Da brauchst du nicht so viel Hintergrundinformation in einem Seminar zu konsumieren, sondern du kannst direkt praktisch arbeiten damit. In meinen Seminaren, egal, sei das in einem Bachblütenseminar oder in einem Schlüsselsalzseminar oder auch nur in einem Halbtagsseminar, wo die Energieausgleichspunkte benutzt werden, respektive gelernt werden und dann benutzt werden, wird immer kurz auf die Quantenheilung eingegangen, denn wir benutzen sie auch da. Warum und wie, das würdest du denn an einem solchen Seminar logischerweise erfahren, das ist hier jetzt nicht wirklich relevant. Können damit wirklich Blockaden für immer gelöst werden? Da kann ich dir mit ganz ruhigem Gewissen mit Ja antworten. Denn die Blockaden, die mit der Zweipunkt- oder Quantenheilung gelöst wurden, die du wirklich angeschaut hast, sei das bewusst oder unbewusst, die sind danach wirklich gelöst. Und die suchen dich im weitesten Sinne, wenn man so will, auch nie wieder heim. Also die Blockade, die ist weg. Die ist nicht verdrängt, die ist nicht vergrößert, verkleinert oder mit Musik beschallt oder farbig oder schwarz-weiß, was auch immer. Das gibt gar ganz lustige andere Methoden, die funktionieren auch kurzzeitig, aber nicht langfristig. Ich bin ein Mensch, der sucht immer langfristige Methoden und auch langfristige Lösungen. Denn ansonsten wäre es ja ganz komisch, dann würden wir ja nur kurzzeitig gut leben und langfristig nicht so gut, wenn man so will. Und wie gesagt, können damit wirklich Blockaden für immer gelöst werden? Ja, auf jeden Fall, wenn man es richtig anwendet und wenn man nicht versucht, das Ganze mit Suggestionen oder sonstigen lustigen Dingen in Anführungszeichen zu unterstützen, verwenden und so weiter. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht und dann ist man eben enttäuscht und sagt, tja, hab's gelernt, war toll, hat aber nicht funktioniert. Ist das wissenschaftlich bewiesen? Nein, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass Quantenheilung oder die Zwei-Punkt-Methode wirklich funktioniert. Das ist das, was ich da bei der Quantenphysik kurz gesagt habe. Leider wird da die Quantenphysik meist als Hilfe benutzt und dann hat man so den leichten Anschein, ja, irgendwo hat es so halbwegs einen wissenschaftlichen Touch, ist aber nicht wirklich so. Aber ganz so unter uns gesagt, es braucht auch keinen wissenschaftlichen Beweis, wenn ich mit Quantenheilung Blockaden lösen kann oder Heilung, wenn man irgendwelche körperliche Gebrechen hat, beschleunigen oder unterstützen kann. Und der Beweis, dass es so funktioniert, habe ich im Prinzip jeden Tag oder tagtäglich seit über 8 Jahren in meiner Praxis und auch bei mir zu Hause. Und da brauche ich persönlich keinen wissenschaftlichen Beweis mehr. Ein guter Kollege von mir hat mal gesagt, wenn du dich mit Wasser wäschst, ist es zwangsläufig eigentlich fast einfach automatisch, dass du sauber wirst, wenn du Wasser benutzt, um dich zu waschen. Also, das ist auch nicht eine wissenschaftlich fundierte Aussage, aber es ist wahr. Bei Quantenheilung ist es genau gleich. Wendest du Quantenheilung an oder die Zwei-Punkt-Methode, funktioniert's genauso, wie du es dann wirklich in dem Moment brauchst. Sei das bei dir oder bei jemand anderem, bei dem du es anwendest. Also ist es wissenschaftlich bewiesen? Nein, braucht es aber meiner Meinung nach auch nicht. Hat das nur mit dem eigenen Glauben zu tun? Da muss ich jetzt ganz klar Ja und Nein sagen. Denn es ist nicht notwendig, dass du daran glaubst, dass es funktioniert. Es funktioniert trotzdem. Was aber meiner Meinung und meiner Erfahrung nach notwendig ist, dass mindestens einer wirklich die Erfahrung gemacht hat und auch weiß, was er da tut. Denn du arbeitest, wenn man so will, mit dem reinen Bewusstsein. Und das reine Bewusstsein ist per Definition weder blöd und noch taub. Du gibst im Prinzip, wenn man die Zwei-Punkt-Methode genau anschaut, an zwei Punkten einen Impuls auf den Körper.
oder außerhalb dem Körper. Das ist eigentlich ziemlich irrelevant. Und da, was passiert da? Du konzentrierst dein Bewusstsein auf diese zwei Punkte. Ob du sie spürst oder nicht, das ist völlig irrelevant. Und da hat dein Glaube damit eigentlich nichts zu tun, weil bei Quantenheilung funktioniert immer am besten, meiner Erfahrung nach, wenn du nichts Bestimmtes willst. Sobald du was Bestimmtes willst, kann es sein, dass ganz was anderes passiert oder gar nichts. Also hat das nur mit dem eigenen Glauben zu tun? Ja und nein. Wenn dir diese Beantwortung nicht gefällt, schreib es in die Kommentare, dann versuche ich das noch ein bisschen genauer zu erklären. Wie kann das therapeutisch eingesetzt werden? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Denn sobald du einen Menschen berührst, schon bei der Begrüßung, setzt du eigentlich, wenn man es ganz genau ansieht, Quantenheilung ein, ohne dass du dem anderen erklären musst, was ist Quantenheilung und warum gibt es Quantenheilung und wie wirkt denn Quantenheilung und. Das kannst du dir alles ersparen, indem du einfach weißt, jawohl, es wird schon angewendet bei der Begrüßung und auch sobald du deine Hände an den Patienten legst, egal ob du Arzt, Physiotherapeut oder Naturheilpraktiker bist, du setzt das jeden Tag ein. Nur mit dem Vorteil, wenn du das mal gelernt hast oder wenn du das bewusst gelernt hast, dass du es bewusst einsetzt. Und da wirst du sehen, wenn du es bewusst einsetzt, aus deinem Bewusstsein heraus, dass es viel eine größere Wirkung hat und dass es viel, viel schneller geht, dass irgendwas passiert. Was genau, das kommt immer auf den Patienten oder denjenigen Menschen an, den du da therapierst. Also ganz klar, ja, es kann therapeutisch sehr gut eingesetzt werden und zu jeder Zeit, es fängt schon bei der Begrüßung an, wenn man so will. Funktioniert das auch in einem Unternehmen? Ganz klar, ja, und zwar sehr, sehr gut. Stell dir mal vor, wenn du ein Unternehmer bist oder du bist ein Mitarbeiter, nehmen wir mal erst das Beispiel, du bist ein Unternehmer, du hast also eine Firma. Da gibt's ja immer wieder Menschen, die werden krank oder die machen Unfälle oder es passieren sogenannte, in Anführungszeichen, Fehler. Oder sie sind unzufrieden, was sie tun, was sie machen müssen, dürfen, können oder was auch immer. Das würde im Prinzip, wenn man es ganz genau nehmen würde, alles wegfallen. Die Menschen würden weniger krank. Die Menschen wären zufriedener an ihrem Arbeitsplatz. Was heißt das für dich als Unternehmen? Du hast zufriedene Mitarbeiter, die selten krank sind. Heißt, du hast die volle 100%ige Produktion, egal was du produzierst, sei das ein Produkt oder eine Dienstleistung. Du kannst also jederzeit auf deine Mitarbeiter zählen. Das heißt, dein Gewinn, dein Umsatz steigert sich mindestens im ersten Jahr mindestens um 10%. Und da brauchst du nur eine Person, die wirklich darin ausgebildet ist, wie das Ganze funktioniert und die kann das im Prinzip im Unternehmen weiterverbreiten und weitergeben. Und je mehr das praktizieren bei sich, sei das zu Hause oder an der Arbeitsstelle, auch wenn irgendwas passiert, sofort Quantenheilung einsetzen oder Zwei-Punkt-Methode und das Ganze wird gelöst. Auch Streitigkeiten, Mobbing und so weiter, das wird alles verschwinden, wenn man es dann gezielt einsetzt und wenn die Menschen darin geschult sind. Funktioniert es in einem Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Wird das Unternehmen sogar stärken und mehr Umsatz und mehr Leistung hervorbringen, was dann auch dazu führt, dass man die Mitarbeiter logischerweise besser bezahlen kann. Nur als kleiner Hintergedanke für den Unternehmer. Als Mitarbeiter in einem solchen Unternehmen wirst du dich ganz sicher viel, viel wohler fühlen, denn da bist du wirklich ein Mitarbeiter. Du arbeitest mit am Unternehmen und du bist nicht nur irgendeine Nummer. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn der Mensch wirklich gebraucht wird und seine Fähigkeiten und Talente wirklich einsetzen kann an dem Ort, wo er arbeitet, sei das privat oder
im Unternehmen. Glücklicher kann ein Mensch quasi nicht werden. Meiner Meinung nach. Hast du dazu Fragen oder möchtest du das etwas genauer wissen? Ab in die Kommentare. Ich mache da gerne später noch ein kurzes Video dazu. Was hat das mit dem Bewusstsein zu tun? Mit dem Bewusstsein hat das sehr viel zu tun, meiner Meinung nach, denn die Quantenheilung oder die Zwei-Punkt-Methode ist eigentlich eine reine bewusste Anwendung. Mehr ist es nicht. Wenn du es bewusst anwendest, wirst du auch etwas Bewusstes erreichen. Was genau, das kommt immer darauf an, was gerade jetzt für dich als an oberster Stelle ist. Was für dich am wichtigsten ist. Das wird genau passieren. Wenn du da auch ein bisschen genauer wissen möchtest, dann schreib es in die Kommentare. Also mit dem Bewusstsein hat es sehr viel zu tun, denn der bewusste Einsatz von Quantenheilung, sprich Zwei-Punkt-Methode, ist viel, viel effizienter und effektiver als einfach nur, ja, okay, ich habe jetzt Quantenheilung oder Zwei-Punkt-Methode gelernt und ich wende jetzt das bei jedem und überall an und auch ich erkläre es auch jedem, damit dann auch jeder begreift und verstanden hat, dass ich jetzt ein Quantenheiler bin. Das ist völliger Blödsinn. Das hat mit Bewusstsein nichts zu tun, sondern irgend solche, ja, wie soll man denn sagen, dass man nicht unbedingt verurteilen. Das ist ein bisschen ein Ego-Spiel, ja, soll es nicht verurteilen klingen, ist aber, ist einfach so, ne? Okay, nun, jetzt ist das Video doch ein bisschen länger geworden und daher möchte ich dich bitten, falls dir deine Fragen beantwortet worden sind, was Quantenheilung anbelangt, schreib es in die Kommentare, was du für Erfahrungen gemacht hast, was dir noch fehlen tut beispielsweise oder vielleicht kommt es in einer der nächsten Videos. Ich hoffe, die werden nicht alle so lang. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video wird übrigens morgen kommen und da geht es denn, ist Quantenheilung ein möglicher Weg. Falls du irgendwelche Seminare oder sonstige Dinge von mir besuchen möchtest, du siehst unten in der Beschreibung den Link, das Urlaubsseminar oder die Seminare, die ich ansonsten das ganze Jahr anbiete mit den Terminen oder du kannst mich auch auf Facebook oder LinkedIn oder wo auch immer besuchen und auch eine Mail schreiben und deine Fragen hier mir stellen. Ich bin gespannt, wie das so ankommt und freue mich auf deinen Kommentar oder Daumen hoch, Daumen runter, was du dir da gerne aussuchen möchtest. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir eine wunderschöne weitere Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.